Hallo und damit willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shop News mit mir, dem Herrn Gleich. Ja, wir schauen uns als allererstes mal einen Kommentar an. So, das ist dieser hier. Von Maxi Max. Wann kommt wieder ein Pack Box Opening? Ja, also sollte jetzt eigentlich am Mittwoch der Fall sein. Also heute kommt das Siege-Video von Gilde 2. Und am Mittwoch sollte dann ein Box-Opening am Start sein. So. Dann gucken wir mal hier rein. In die Mummies Box, nach wie vor die Peggy. Und dann gehen wir in den Shop rein. Hier ist immer noch die Mythic Farnsworth Box, die relativ gut ist, definitiv. So, dann haben wir als nächstes, ja, die Trippy Chinchilla Box ist auch noch da, für 2 Tage und 15 Stunden. So, und jetzt eine neue Box rausgekommen, ist ja Montagabend. Habe ich ja drüber gesprochen, immer warten bis Montagabend. Und es ist die Heavy Metal Box. Und da haben wir Heavy Metal Haley, verkleidet und musikalisch. Das ist eine Pre-Combo. Dann haben wir hier das Witch-Kostüm oder das Hexen-Kostüm. Schauen wir mal da in die Kombos rein. Teufel Hank, ist natürlich ziemlich geil. Kondom Chris, weniger toll. Rotkäppchen Stewie auch nicht so wirklich prickelnd. American Gigolo ist schon wieder sehr stark. Pimp Peter, ja. Großer böser Wolf Brian. Sandwich. Die Nonne Peggy. Die Nun Peggy ist natürlich auch eine geile Kombo. Ja, sehr, sehr stark. Maskiert Held. SM Klaus. Heavy Metal Haley. Die es ja da als Pre-Kombo schon drin gibt. Geheimer Asiate. Francine Roger. Auch nicht so toll. Opa Francine. Auch nicht so toll. Schwarz und Orange. Party. Auch nicht so toll. Wow, Jean ist ganz gut. Wie ist mit den Scherenhänden? Naja. Togabill. Wiederum ziemlich effektiv, sehr stark. Teufel in Luan. Heillösenschaft. Ist natürlich mega krass, ne? Da sieht man auch hier eine Professor Farnsworth Combo, die echt stark ist. Fry im Roboterkostüm ist natürlich auch geil. Ne? Ja, dann haben wir das Buch der Zaubersprüche. Da werden die Kombos ähnlich aussehen. Na, hier haben wir noch, na, Moment. Hier haben wir noch diese hübsche Hexe des Nordens und den Superkönig. Hatten wir vorhin ja nicht gehabt. Ne, hier ist auch Dear Daddy Steve. Ruby Zelda Steen gibt es hier. Die doch deutlich besser ist als die andere Roger Combo von eben. Teufel Bobby. Na, was war eben gerade hier? So, hier gab's. Gab es hier überhaupt irgendwas mit Bobby? Da gab es diesen schrottigen Francine Roger. Und mit Bobby war hier nichts gewesen, ne? Doch, dieser Clown Bobby. Hier das geil. Das ist geil. Teufel Hank. Hübsche Hexe des Nordens. Non Peggy. Also im direkten Ruby Zelda-Steen. Teufel Bobby, mega geil. Fry im Roboterkostüm. Ja, das sind schon Kombos, die gefallen mir etwas besser. Togabill gibt's ja auch und Heiler Wissenschaft gibt's ja auch. Also für mich eigentlich, ja gut, er hat halt ein bisschen mehr Angriff, ein bisschen weniger Verteidigung. Aber Buch der Zaubersprüche finde ich dann in der Situation doch stärker als das Hexenkostüm. Wie sieht's denn beim Doing aus? Kann man diesen Mission Control küssen. Ja, der ist natürlich geil. Der Honey Mustache Stewie. Ne? Working Girl Tina ist natürlich auch eine mega geile Kombo, ja.
Zweikampf, Peggy. King Roger gefällt mir wieder nicht. Ich habe schon nie gesehen hier. Sexpantikam. Kenne ich gar nicht. Dragon Costume. Medieval Hank. Cupid Bobby ist auch stark. Und Spray on Army frei. Aufsprühuniform frei. Also, Leute, lasst die deutschen Übersetzungen weg. Echt, das tut nicht gut. So, dann war hier natürlich die Frage gewesen wegen dem Chris Griffin und wegen Linda. Chris Griffin, ob sich der lohnt. Ich finde, Chris Griffin hat mega geile Kombos. Screwdriver, Chris. Ist ziemlich cool. Dann haben wir hier, wenn wir weiter runter gehen, Alter, wie viele Kombos. Chris Painting finde ich jetzt alles okay. Chris Pimple ist jetzt auch nicht so der Brille. Aber es kommen gleich noch ein paar Knaller. Mission Control Chris. Ah, Nasenbohrer Chris. Na, wann kommen sie denn? Wann kommen sie denn? Ham House. Gamer Chris. Hotdog wird essen. Einmal der Neuntklässler Chris. Der kann halt echt ganz schön viel Power entwickeln. Und hier der Garagenrock Chris. Ist auch eine ziemlich geile Kombo. So. Neuntklässler Chris, Garagenrock Chris. Ja. Ja, und dann haben wir die Linda Welcher. Batria. Ravenous Porcelain Babies. Die ist. Na gut, hier die PTA-Rivalität mit Schulekarten ist ganz cool. Laserrasierer war ganz nice. Mit Waffenkarten. Garbage Shot Linda sieht nicht schlecht aus. Highschool Linda. Wut am Steuer natürlich, aber hier zwischen mit Autokarten lohnt sich nicht wirklich. Mustache Maker. Garbage Shot Linda. Sind ein paar interessante Kombos dabei, aber ja, ich finde die Linda nicht so wirklich mega, muss ich sagen. Also, ja, das wäre die Heavy Metal Box. Das ist auf jeden, also was bedeutet das für uns, wenn wir das sehen? Der nächste BGE wird auf jeden Fall Kostüm sein. Also, das ist immer so. Daran erkennen wir. Nächster BGE ist Kostüm. So, was mir eigentlich ganz gut gefällt. Ich habe ja einige Rogers Kleiderschränke in der Zwischenzeit. Also da ist schon ein bisschen was zusammengekommen. So, dann geht's los in die Daily Combo Mastery. Jetzt wird's interessant. Allens Man's Core. Und das wollte ich nicht. Das wollte ich. Allens Man Core. Ah, den haben wir doch schon. So, ist eine relativ coole Bill-Combo. Zwar defensiv, aber 13-fach motivieren hier beim Golden Fiddle, 18-fach Revanche, 21-fach Leech und es wird natürlich nochmal stärker, wenn der Bill entweder maxed ist oder eben die Musikkarte maxed ist. Ne? Also ist auf jeden Fall eine gute Karte, eine gute Combo, aber 500 Gems, ihr kennt meine Einstellung dazu als FTP-Spieler. Nö, von meiner Seite aus. Nein, lieber hole ich mir jetzt demnächst eine neue Box. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. So, dann geht es weiter, dann kommen wir in eine Diamond Ringlois Combo rein. Die hier mit Million Dollar Beer kennen. Dann haben wir hier Lottery Winnings. Oh mein Gott. Das Golden Turd. Ja. Sieht ein bisschen aus wie die
die ärmere Version von diesem Arlen's Man Corps. Ne? Hat auch Revanchen, hat auch Leech. Aber wie ihr seht, jetzt gehen wir mal hierhin zurück eben gerade. So, hier haben wir, nur mal so zum Vergleich, 1721, hier haben wir 1720, 2055. Also die Werte sind fast gleich, nur dass der Arlen Man's Corps noch motivieren mit hinzu hat. Ja, also quasi noch mal eine Spur besser ist. So, dann gucken wir uns, also für beide würde ich keine 500 Gems ausgeben. Jetzt gehen wir in die nächste Combo, die ich so auch noch nicht gesehen habe bis jetzt. Also bin ich bis jetzt noch nicht drauf getroffen. Das ist hier Responsible Cocaine User. So, also ist da voll hier mit weißem Schnee, der College. Gut, Bullock spiele ich halt nicht. Ich hab halt nicht in der Mythic-Version. 21-fach Mauer, 16-fach Herzen, also Leben generieren oder nicht generieren, sondern Herzen mit hinzubekommen, wenn eine Combo gespielt wird. 6, nee, 28, das 28-fach Gas, das ist schon krass. Ja, das ist schon krass. Auf jeden Fall, ja. Mein lieber Scholli, die Combo ist übel. Definitiv. Ja. Wow. Ja, auf jeden Fall eine starke Combo, aber bringt einem nichts, wenn man keinen Bullock in Mythic hat. Ja, und da ich den nicht habe, kann ich mit der Combo nichts anfangen. So, macht mich ein bisschen traurig, aber lässt sich nicht ändern. So, dann gehen wir in die letzte, last but not least, na doch, Combo Lubell Scherer hatten wir ja schon einmal gehabt. Lubell Scherer war schon mal da als Combo Mastery und mit der Louise, ja, also mit der Louise habe ich schon deutlich viel bessere Kombos gesehen als Lubell Scherer und die Geldkarten bringen ja auch nicht wirklich was. Ja, also wenn ihr eine Louise habt, braucht ihr euch nicht zu holen, diese Combo Mastery. Also heute lohnt es tatsächlich nur für diejenigen, die einen Bullock haben oder zu viel Gems und nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Ansonsten lohnt es sich nicht wirklich. Wenn es euch gefallen hat und geholfen hat, dann lasst doch mal ein Like da. Macht doch mal einen Daumen hoch für mich oder für uns. Abonniert den Kanal. Kommentiert, was das Zeug hält. Ja, freue ich mich über jeden Kommentar von euch. Und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit mir, dem gleich. Macht's gut, bis dann und tschüss.